Dieser Clip beschreibt die Verwendung von MBUS Device Templates, also Gerätevorlagen. Wenn Sie aus einem bestehenden Projekt ein Gerätetemplate exportieren möchten, wählen Sie den MBUS Verwaltungsdialog und wählen dort ein Gerät mit bestehenden Datenpunkten aus. Sie sehen rechts oben die Geräteeigenschaften und darunter einige Zusatzinformationen wie den Hersteller oder das Medium. In diesem Fall handelt es sich um einen Stromzähler. Drücken Sie auf Template exportieren. Sie können nun den Speicherplatz und Dateinamen des Templates festlegen. Tragen Sie noch die Zusatzinformationen ein und drücken zum Abschluss Export. Das Gerätetemplate wurde nun erfolgreich als XML-Datei gespeichert. Sie können sich bei Bedarf ein Logfile zu diesem Vorgang anzeigen lassen. Damit ist der Exportvorgang abgeschlossen. Sie können nun das Template in einem anderen Projekt benutzen. Öffnen Sie dazu ein neues Projekt und wählen Sie den MBUS-Dialog aus. Geben Sie die Geräteadresse ein und drücken Sie aus Template erstellen. Wählen Sie die Gerätevorlage aus und bestätigen Sie mit Importieren den Vorgang. Sie können sich wieder bei Bedarf ein Logfile ansehen. Das MBUS-Gerät wurde importiert und kann nun im MBUS-Board gefunden werden. Wenn Sie mehrere Geräte vom gleichen Typ anlegen möchten, so ist es möglich, den Vorgang gleichzeitig auch für mehrere Geräte durchzuführen. Wählen Sie dazu wieder den MBUS-Verwaltungsdialog und geben diesmal einen ganzen Geräteadressenbereich ein. Der restliche Vorgang funktioniert wieder wie vorhin gezeigt. Auswahl des Templates, importieren, schließen und schon wurde eine Vielzahl von MBUS-Geräten mit den dazugehörigen Datenpunkten angelegt. Schreiben Sie zum Abschluss die neue Konfiguration ins Gerät.